So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends. Heute spiele ich mal Orianna in der Mitte. So als Abwechslung, ich spiele gegen den Zed und deswegen habe ich Barry eingepackt. Weil das ist etwas sehr counterig gegen den. Ihr wisst schon, wenn er ultet, einfach Barry anmachen. Kannst du super viel Schaden schon absorbieren im Voraus. Und das ist ganz praktisch, dachte ich mal. So, ansonsten gucken wir mal, was das jetzt wird. Und ich habe irgendwie letzte Zeit Lust, mal so ein bisschen Orianna zu spielen. Ich würde gerne noch ein weiteres Game machen. Aber ich versuche mal ein bisschen Abwechslung jetzt in der Zeit reinzubringen. Also auch schon Level 2. Ja, das sollte man hier. Bisschen gucken, dass ich alle Last Hits krieg. Da habe ich ein bisschen poken können. Hui. Und ich bin noch gut weggekommen. Das war ein bisschen zu spät gerade. Das war auch zu spät. Da war kurz ein Mini-Lag. Sekunde. So, ich starte einmal die Aufnahme mal kurz neu damit. Verdammt. Oh, wieder ich krieg. Dammit. Ja, der hat ein bisschen zu weit. Ich habe mich zu weit reinpushen lassen, hätte ich machen sollen. Ich habe wieder ein bisschen was anderes gedacht. Auf was ich achten soll, dass die Last jetzt gut passt, aber der hat halt einfach mit gepusht. Jetzt lässt er die Lane wieder pushen. Egal. Auch mal so ein kleines bisschen Chili-Milli-Lane hier. Oh. Ja, ich flash raus, bevor es noch RIP ist. Oder bevor ich viel Leben verliere. Ich hau einfach Flash raus. Ui, seid ihr auch schön Schaden gezogen? Hat er keine Magieresistenz? Weil das ist eigentlich mehr Schaden, als ich erwartet habe. Deswegen laufe ich immer so schön nach da oben. Manchmal, wenn ich den Sieger bin, ob ich einen Last Hit kriege, mache ich Q und Last Hit gleichzeitig. Also Q und Auto-Attack. Jo, ey. Hätte ich Ignite, könnte ich dann richtig viel Damage machen. Ah, schade. Verkackt. Jetzt habe ich nicht mehr viel Mana. Jetzt muss ich ein bisschen Mana sparen. Aber ich generiere ja Mana wieder, indem ich Last hitte unter anderem. Ich verschwende gerade ein bisschen Mana. Jetzt ist er Level 6. Ich auch. Ja, ich nehme mal einen Potion, weil ich noch ein bisschen bleibe. Gucken, was das wird, aber ich glaube, dass ich die Lane gewinnen werde. Mal gucken.
Ah, oh Gott, da ist noch ein Minion. Auto-Attack durchgeflogen. Ich sammle die Kugel auch mal ein. Ja, ist ein sehr, sehr ruhige Lane. Sehr, sehr ruhig ist man auch keiner back. Yo, er fällt weg. Oh man, mit Ignite hätte ich auch was machen können, aber Barrier was safer. Wie, du willst dich backporten? Na verdammt. Da kommt sogar noch eine Wave. Okay, die habe ich gekriegt. Jetzt verliert aber gut. Aber der ist vielleicht sogar schon fast wieder da. Ja, das. Ha! Knappe Sache, aber ich bin weg. Zwei Ports nochmal und dann geht's auf. Ich hätte einen Pinkwort kaufen sollen, kein Bot. Habe ich auch zu spät dran gedacht. Aber damit bin ich erstmal gut gerüstet. Muss mal wegen dem Sonjas gucken. Ich glaube nicht, dass der mir allzu gefährlich gerade wird. Ja, kommt ein Zed runter. Draven denkt sich, ist egal. Hätte er doch den Kill gekriegt. Ist mir aber sauer gerade mal egal. In und normal. Und den Kill, den er hat, den gleiche ich durch, fahren bald wieder aus. Ja, sieht gut aus. Ist der Zed immer noch unten? Oh, der ist immer noch unten, ey. Und er portet sich back. Zack, komplette Minion Wave. Guck mal, ich habe jetzt hier bald 30 Farm mehr. Gleicht sich wieder aus mit dem Gold. Es kann sein, dass das der Warwick. Ne, ist sogar der Zed. Ich dachte schon, es wäre der Warwick noch. Habe ich abgefangen noch durch mein Schild. Den meisten Damage. Na, ja, noch sieht's okay aus. Wenn er vorkommt, probiere ich mal was. Oder auch nicht. Ich muss hier raus, weil Warwick. I'm out. Ich hätte die Barrier sogar vielleicht einfach ein bisschen früher schon machen sollen, oder? Vielleicht hätte ich sie auch gar nicht gebraucht. Na, reicht schon. Ja, hätte ich einen Pott verkauft, hätte ich vielleicht sogar noch die Schuhe rausholen können, aber. Egal.
Midlane läuft. Der hat einfach zu wenig Farm und Level dadurch im Vergleich gekriegt. Ich habe gut XP abkassiert, immer weil ich schon Mitte war. Nehmen wir einen Potion, um mich fit zu halten, auf Full Life. Ich bin 2 Level über dem. Ich wollte mal da so ein bisschen mein Dings positionieren. Meine Kugel. Ich habe in diesem Game noch keinen einzigen Ward gesetzt, ne? Ja, der lädt sich gut auf. Hat auch einen Hextrinker. Ah, lol. Gut, hat gereicht. Schade. Ich hatte keine Barrier mehr. Gleich das letzte Mal. Ja, der hat zu viel machen können. Ich gehe mal in Richtung Sonjas auch. Potion lasse ich da. Und erstes Item wird dann eben ein Sonjas. ATP wäre schön gewesen jetzt. Boots war echt Minimum. Mann, ich gebe mir so die Speed noch. Ja, ich glaube, die Wave ist komplett verloren einfach. So, er hat das Top-Lane. Ja, der interessiert sich nicht für die Mitte. Er hat keinen Bock hier zu bleiben. Na, ich halt den Turm. Da habe ich Ulti Stufe 2. Zed kommt wahrscheinlich runter, weil er oben weg ist. Und jetzt könnte ich schon mal Bord gehen, aber oh, die sind schon 5-0, ey. Nein, gehe ich nicht Bord. Die sind auch gerade zurückgegangen. In dem Moment, wo ich hier weg bin, sind die zurück. Ich hole mir mal hier das Jungle Camp. Um meinen Farm fresh zu halten. Jo, so eine Rotation, so ein paar Rotationen verbrauchen übelstes Mana. Ja, ich habe vielleicht zu spät geultet, aber ich war mir nicht sicher, wo gerade die Kugel ist. Die haben mich aber auch gerade gedived zu 17. Ulti Velkos. Doch nicht. Draven macht das. Ja, oder so. Ja, oder war noch ein Ignite mit drin. Jo, Teemo Shredder den Warwick weg, wie als wenn da nichts wäre. Das hole ich mal. Das hole ich mal. Sonjas brauche ich auf jeden Fall. Vor allem gegen Zed. Sind böse Schaden an dem gerade gemacht. Ich geh mal top. Wenn Teemo gerade in der Mitte rumschimmelt. Warum auch immer übrigens. Hat er nahe Magieresistenz? Nö.
Ah, oh Gott. RIP. Ich hätte da fast den Nah noch gekriegt. Ich unterschätze meinen Schaden mit Ori immer irgendwie. Ori unterschätze ich immer meinen Schaden. Und Raven, damit ist mal gleich null. Orion hat einen Slow. Yo. Da war der Double Kill von mir. So. Der Warwick ist Level 6. Mach ich weg. Also ich habe jetzt geultet, weil er sonst wahrscheinlich weggekommen wäre. Ich gehe mal Base. Kann ich mit dem was kaufen? Ja, kann ich. Scharke macht Drake, aber ich glaube, ich kann mir noch ein Dings dazu holen. Yo. Ich komm. Ich komme, dann gehe ich eben doch nicht weg. Schade, ich habe gedacht, das reicht noch. Der war nicht nah genug ran. Ich hatte gehofft, dass das noch reicht. Hat's nicht. So. Jetzt gehe ich mal Base. 2000 Gold. Reicht es? Ja, es reicht. So, das Sonjas lege ich mal hier auf die 3. Als Schutz. Der Warwick hat irgendwie gar nichts. Der ist ultra low. Das ist Level 7 sogar. Unser Support ist Level 9. Deswegen konnte ich mit dem auch machen, was ich wollte. Ich gehe einfach hin und klopp den weg. Da ein bisschen was weg. Hauptsache wirft das mein gefrorenen Pinguin. Ich bin Level 13, das ist eigentlich ganz gut. Ja, schade. Ich hab die unten, stand zu tief drin, aber ich habe auch einen Double Kill gemacht. Ich habe die Chance genutzt. Oh, shit. Oh. Ich habe meinen Sonjas vergessen. Ich bin so ein Kandidat, der vergisst da mal das Sonjas. Das stimmt. Das tut mir leid. Sonjas habe ich vergessen. Ich habe nämlich Z-Ulti gehabt. Ah. Ich war so fokussiert, die wegzuulten, was aber geklappt hat, dass ich Sonjas vergessen habe. Talia und Nah habe ich gekriegt, oder? Ja. Oder? Weiß gar nicht. Talia, Xayah. Ich und meine Namen, ich komme aber durcheinander auch da. Nee, nee, nee.
Ist okay. Ist ja egal, wie sie heißen, solange ich weiß, was sie machen, ist okay. Der Warwick. Warwick ist Level 8. Na gut. Wie darf denn Aurelion gehen? Dum dum. Porken ja schon gut runter, die Minions. Ja, gerade sehe ich wieder nicht, wo alles rumrennt. Ich gehe mal zurück. Guck, dass ich gleich meinen Blue Buff einkassiere. Da ist eben ein Ward reingedonnert. Blue Buff kommt in 40 Sekunden. Ja, ich guck mal, dass ich ein bisschen durch den Jungle komme. Ich habe keine Mana. Die Ori, dieses Mana-hungrige Stück einfach. Übelst out of Mana. Besten Dank. Damit kann ich was anfangen. Könnte ich schon übrigens. 1500. 1500 für das Ding. Na, dann hat man mein Mana auf Blue Buff. Eine Wave noch kann ich mir holen. Dün, 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 dün. Ist halt ein bisschen blöd, dass man über das Sonjas rüber muss. So, hier sind wieder alle. Ich gehe trotzdem mal kurz weg. Weil ich kann mir das Ludens holen. Und go. Und jetzt sollte ich mörderischen Schaden machen. 24 Minuten, 205 Minions ist okay. Ja, schade auch. Ja, sieht gut aus bei denen. Brauche mich da gar nicht. Ich wäre gar nicht mehr rechtzeitig hingekommen. Ui, was war denn da los? Das war Xayah. Wie man sie kennt und liebt. Ich nutze die Zeit und farm ein bisschen. Ich versuche mal ein bisschen Mana zu sparen bei denen jetzt hier. Regeneration Drake wäre, glaube ich, nicht schlecht. Oh, Team hat Spaß. Pass auf, der macht die beide noch. Da habe ich aber gut gezielt, du. Da habe ich aber echt nicht schlecht gezielt. Na, no, Timo macht die Kiste.
Verstehe nicht, warum man da so ein Ward reinsetzt, weil man weiß doch, was mir gerade genau hier stehen, den sofort wieder clearen. Gut, und mal kurz zu Face checken, so nach dem Motto, okay, aber. Oh, unten ist Spaß. Irgendwo steht da noch ein Chaco. Der portet sich back. Set Level 14 ist gerade gut dabei. Dass hier keiner weiß, dass ich drin bin? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wissen die das nicht. Eigentlich muss der Warwick mich jetzt sehen. Boom! Vierer Ulti! Oh Gott, warum habe ich jetzt eigentlich... Warum habe ich jetzt Barrier gezündet? Reflex einfach, weil ich übelst vielen Leuten drin stand. OP. Oh, jetzt habe ich gerade super Lag. Warte. Okay, jetzt soll es wieder gehen. Rechtzeitig. Wenn ich Lag habe, verschiebt sich so ein bisschen die Tonspur. Was habe ich denn hier? Kleines Symbol. Ja, verdammt. Ja, wir können ja wohl hier zusammen einreißen. Da will ich halt Toplane, weil gerade keine Wave da ist. Hui. Ah, oh, schade, ich konnte nicht mehr ulten. Ich habe einen direkten 4 gekriegt, als ich auf dem Sonnenhaus raus bin. Schade. Ja gut, den muss ich jetzt verkaufen, weil 40 AP sind ein bisschen mehr als ein Lawrence Ring. Schade, ich hab R gespammt. Ich hätte auch, glaube ich, 3 geultet. Ich hätte nur einen killen können. Aber die Ultis haben gut Schaden gemacht. Kaufen die Magieresistenz? Nein. Ich werde aber trotzdem noch einen Wolster beim Schluss holen. Jo, Aurelion. Ripp. War dann das? Was war denn das? Oh, wir haben die zu viert weggemacht und haben nicht mal irgendwas pushen können oder so. Ja, ist aber ein normales Game. Deswegen achten da die Leute nicht so drauf. Set Ulti müsste ich aber gerade gut gedodged haben, weil ich das Sonjas. Ah Gott, schade. Da musst du jetzt aber flashen. Mach Schaden hier. Ich weiß gerade bei dem Skin, ganz ehrlich, weiß ich selbst nicht, welches der echt ist. Bei dem Sharko-Skin sehe ich selbst als Teammate gerade nicht, welcher der echt ist. Ja, dann lass mal Baron machen. Rip, da haben wir ihn schon. Oh, ich muss mal niesen hier. Sekunde.
Wieder da. Wieder da. Go, go, Timo. Do it. Da hat er noch mein Schild gekriegt. Gucken, ob ich jetzt gleich mal in meiner Kugel irgendwo wieder positioniere. Da oder so sieht in so einer schönen Position aus. Gucken, ob jemand drüber läuft und nicht checkt, dass die Kugel da liegt. Ja. Hier holen sich ein Drachen. Meinetwegen. Ich muss öfters mal dran denken, die einzusammeln. Dafür brauche ich nicht so viel Mana fürs. Ja, da keine Chance. Also wenn ich Sonjas plus Barry habe, das ist halt. Kannst halt vergessen. Alles zusammen plus Sonjas. Gibt nix. So, Timo macht einfach alle. Timo macht alle alleine platt. Ich geh mal Base. Rabadon und Whitestaff oder CR? Ja, Rabadon und Whitestaff. In dieser Reihenfolge. Von Level her bin ich jetzt gleich Level 18. Draven könnte sich ja um den Red Buff kümmern. Nein, er geht zum Wolfscamp. Ich gehe jetzt zum Blue Buff, sammle den auf. Red Buff, Draven. Alter, mit einer Rotation kill ich schon hier komplett den Blue Buff. Das ist gut. Problem ist nur Zed-Ult, die hat geringeren Cooldown als Sonjas. Let's get the next Inhibitor. Timo ist auch schon Level 18. Ja, die denken sich jetzt auch so, oh, braucht man nicht siegen. Also, was richtig wäre, ist das, was ich jetzt mache. Einfach den Inhib nehmen. Free Inhib. Free Inhib. Oh. Schade. Ich denke, das ging vielleicht noch. Eigentlich wäre es hier unten Free Tower oder Free Inhib gewesen, aber da machen wir es halt so. Ja, normal gehen es immer Fighty Fighty. Unkoordinierty. Aber ich wollte keinen Rank mit Ori machen. Ja, schade, ich hätte mitgenommen, hätte ich gleich Whitestaff gekriegt. Die Xayas, auch der Ulti gedodged mit ihrer Ulti. Hängt's mal wieder? Ah, es hängt mal wieder, Sekunde. Ich weiß nicht warum, manchmal habe ich einfach diese Lags. Soll ich noch die 70 Gold warten? Ja komm, ich warte die 70 Gold noch. Geht ja fix. Besonders jetzt im Late Game. Kann es sein, im Late Game das Gold schneller tickt? Komm, 30 Gold kann ich erwarten, 10 Sekunden oder so.
Teilweise kriegt man jetzt hier 3 Gold, 2,5 Gold pro Sekunde. 20 Sekunden. Ja, mein Team da unten macht ruhig schon mal ohne mich los. Schafft ihr auch alleine. Natürlich ganz knapp nicht gekriegt beim Rauslaufen jetzt. Wait for me. Ich kann eigentlich voll gut den Ball auf den Schako machen und dann läuft er da rein. Das macht die Ulti mittlerweile. 300 plus 472. Das ist ordentlich. Wenn ich das noch mit der WLAN kombiniere. Ja, dasselbe Scaling drauf. Ja, Leute, fangt ohne mich an. Das ist. Ach, lass den Gnar. Den Gnarzer. Na schade. Ich glaube, den habe ich da reingebaitet. Egal. Ah, Gott. Lol, der Grump hat ja übelst gezogen. Das ist auch gerade einfach nur total blöd reinrennen. Das hätten wir easy schon längst gewonnen. Eigentlich. Das war schon ein safer Win. Wenn wir etwas koordinierter wären. Eigentlich müssten wir jetzt einfach nur Mitte gruppieren, Init nehmen und dann Top gewinnen. Da brauchen wir nicht mal einen Baron für. Lebenszeit, ich habe auch schon wieder volle Minions und alles. Ja, Wobbik hat sich Magieresistenz geholt. Was ist da los hier, Leute, mit allem? Können wir das einfach mal irgendwie jetzt Ende machen oder so? Das Game? Ich weiß, ich wollte auch voll mit Orianna haben, aber. Wenn wir jetzt noch länger warten, dann ist das Spiel vorbei. Ja gut, dann mach ich gut Schaden. Okay? Mit Blue Buff geht's ab. Mit Blue Buff geht es richtig ab. Jetzt könnten wir ja mal Baron gehen oder so. Eigentlich könnten wir auch ohne Banden, aber. Draven, Baron. Sad ist unten, macht Baron. 5 gegen 4. Komm doch zu mir, ich könnte dich schieden. Ich gebe einfach mal dem Timo Speed dafür. So, können wir jetzt einfach mal Ende machen, pushen oder so. Pink doch nicht Baron, ey. Wir machen einfach finito. Meinetwegen kannst du jetzt aber noch beim Reinlaufen mitreißen. Damit wir eine Wave kriegen. Und dann die Minion Wave die Türme tanken. Und dann Ende Gelände. Gut, das war ein Orianna-Game. Also gute Ulti war auf jeden Fall da drin. Bis demnächst, das Krachen und tschüss.